Okay, ja, verstanden. Wir machen uns auf den Weg. Dass du auch immer in die falsche Richtung losfährst, gell? Natürlich. Wir sind im Einsatz. Es geht um Bier. Wir haben das Herrscht Sonderrecht in Anspruch zu nehmen. Das können wir nicht sagen. Ich glaube, ich habe einen Rad verloren. Ich habe mich hingelöst. Oh, Richard! Ja? Ja. 16.000 Sachschaden! Oh. Mann, oh. Alter! Was hast du gemacht? Ich hab nicht hingeguckt! Ich hab einen kleinen okay, Unfall. Okay, verstanden, gebraucht. Wir machen uns auf den Weg. Da reicht 16.000 nicht. Ich bin irgendwie immer so dezent unaufmerksam, wenn ich mich selbst fahre. Ja. Und du bist auch unaufmerksam, wenn du fährst. Ja, ich bin aufmerksam. Das ist nur lustig. Ja, ramm mich nochmal. So, die Hälfte haben wir schon mal geschafft. Ich hab's auch schaden. Oh, da ist eine Bremsspur. Wer fährt denn da bitte schon mal in die Mauer? Muss ein Verrückter sein. Ja. Normale Menschen würden es nicht tun. Ich bin im Bim! Ah! Das ist eine Killcam. Schön. Das ist bestimmt auch eine. Ah. Passt. Oh, ist ein Zug. Weißt du, was ich richtig schön finde? Mhm. Da ich dir jetzt nicht zugucke, werde ich im Schnitt mal was Neues sehen. Ja. Oh, Serpentin. Ich mag Serpentin. Serpentin, Alter, zwei Kurven. Drei Kurven. Ja, und da kommen Autos entgegen. Ich lese mir gerade durch, wie Jens die Folge beschreiben will. Ah. Ich glaube, das ist falsch. Oh, Paul, guck mal, ein Wechselpunkt. Ja. Schön ist, es geht jetzt 9 Sachschaden. Fahrzeug begleiten. Mhm. Guck mal, Alter, ist das hell. Das ist nicht hell. Wir sind im Tunnel, das ist dunkel. Richard? Ja. Na! Okay. Jens fängt seine Beschreibung so an. Die Wirkreize einer Frau und die Übernahme einer CTOS-Anlage. Ja. Was? Was? Ich oh, kenne diese Kreuze nirgendwo her. Der Abhang. Ja. Alter. Das wird nichts. Doch, das wird was. Passt? Mhm. Fast ohne Schaden. Du hast irgendwie einen Rad verloren. Nein. Richard! Du hast dafür noch Schaden bekommen. Ja. Da vorne ist eine Rampe. Ja. Hier könnten wir irgendwann später. Wenn wir freie Fahrt sind. Ja. Gibt bestimmt noch genug Möglichkeiten, richtig viel Scheiße zu bauen. Ja. In diesem Spiel immer. Ich bin dran. Was? Ich bin da, du bist dran. So, ich will die Rampe. Ja. Wie, du bist dran? Ich stand da irgendwie. Aber warum? Keine Ahnung. Vielleicht, weil du jetzt, den begleiten musst. Vielleicht, weil du jetzt in einer bestimmten Reichweite bist. Jeden Kurven überholen, wenn sie nicht einsichtig ist. Hast du es gerade gemacht? Ja. Merkt man gar nicht, dass ich gerade nebenbei mit Jens schreibe, gell? Nö. Nee. Ich war ein dicker Krankenwagen vor mir und ich habe nichts gesehen, habe überholt. So wie wir es in der Fahrschule gelernt haben? Ja. Schulterblick vorher und alles ist in Ordnung. Hast du einen Schulterblick gemacht? Nö. Da hinten ist alles dunkel. Nö, sogar hell.
Stimmt, was hält. Ah, Schilder. Spasti. Ich glaub, da vorne musst du schön. Wo? Zu diesem Pfeil da vorne. Der beim LKW mit 4 fehlt. Das war vorsichtig. Ach, ich hab gedacht, das ist jetzt so ein Tank-LKW. Nö. Kisten mit Bier. Das sind meistens Kisten. Wer kann auch Kisten in einem Tank? Der hat auch ein paar Kisten Bier in Tuss. Oh oh, hoffentlich kaufen nicht zu viele das Bier, bevor der Verkauf gestoppt werden kann. Ich glaube, ich muss ihn schneller erreichen. Das ist der Penner, ey. Welcher? Jens. Jens Penner. Ja, Jens Penner. Mit wem schreibe ich denn sonst gerade, mit denen ich Penner benennen könnte? Boah, jetzt nicht. Ich weiß einfach gerade aus. Du hast schon wieder ein Rad verloren. Das stimmt allerdings. Ich glaube, du schaffst das so nicht. Okay. Falsch ist aber hier gerade aus, Rede. Das wäre ein bisschen Nitro, oder? Das stimmt. Oh, hoffentlich kaufen nicht zu viele das Bier, bevor der Verkauf gestoppt werden kann. Das sieht aber schön aus. Vor allem die Textur. Von dem Bag? Ja. Sicher, dass man so eine scheiße Textur nennen kann? Nee. Versuch 3. Ja. 4. 3. 4. Der erste ist am Sachschaden gescheitert. Das war ja auf der anderen. Da, selbe Mission. Ich will auch irgendwann mal spielen, vielleicht. Mission. Das hat doch von zwischen einem Ladebildschirm gehabt. Ja, wow. Ja, dann ist es eine neue Mission. Nein, bei Payday ist auch zwischendrin ein Ladebildschirm. Ist nur ein neuer Tag dann. Ja. Keine neue Mission. Hm. Ja. Du könntest ja theoretisch auch über die Autobahn fahren, über die große. Ja, jetzt ist es zu spät, jetzt vorhin abbiegen müssen. Nein, ich kenne die Karte nicht auswendig. Nö. Ich auch. So ist das doch schön. Ja. Keine Verkehrskeime mehr. Ja. Verletzt. Mhm. Keine Sachschaden produziert. Ich bin dran. Jetzt fährst du so, wie du fährst würdest. Ja. Das passt ja perfekt mit dem Ding. Im Krankenwagen gefunden. Du hast ein Radfeld. Und wo ist zurückgesetzt? Wo ist zurückgesetzt? Oh, du musst abbiegen. Ich bin da. Passt. Dann schick schon mal den Lernen gesagt. Passt. Weißt du, ich muss dir mal vorstellen, was der Fahrer von dem Auto sich denkt. Kommt ein Polizeiauto angesprungen und fliegt ihm voll ins Auto. Ja. Hat mal den Zahn an. Er hat Platz machen müssen. So schnell kann er sich gar nicht verdünnisieren. Ich würde gern mal den ersten Teil spielen. Ja. Ich glaube nicht, dass wir den noch irgendwo zu kaufen bekommt. Du weißt, was ich meine? Ja. Ich muss da abbiegen. Da abbiegen? Ich schmeiß da dahin. Da. Was? Weiß ich nicht, der bewegt sich halt und das GPS kommt damit nicht klar. Und das Navi erst recht nicht. Oh oh, hoffentlich kaufen nicht zu viele das Bier, bevor der Verkauf gestoppt werden kann. Ah. Du hast dich ein paar Unfälle gebaut. Ja,
drück mal Q. Ah, gut. Mach mal die Karte auf. Warte. Zoom mal raus. Du könntest theoretisch. Genau. Rüber. Da ist auf die Autobahn drauf. Da auf die Autobahn. Und über die Brücke springen. Du musst hier schon rauf. Da. Mehr oder weniger da. Ja, da. Oh, die hast du schön genommen, die Kurve. Ja. Auch mal ein bisschen neuer Weg für die Leute, die hier zugucken und sich die ganze Scheiße nicht angucken wollen. Ja. Ist ja irgendwann auch langweilig, die ganzen seinen Texturen zu sehen. Upsala, Entschuldigung. Richard, du darfst da nicht durch, das ist eine Baustelle. Ich weiß. 6, 5, go! Die denn hier? Die sind da reingefahren und haben gedreht. Stimmt da schon du bist dran? Ja, noch nicht. Oder? Weiß ich nicht. Ja, stimmt. Nicht, fand nicht. Ist schon mal besser als. Weißt du? Dass der auch nicht anhält, wenn ein Polizeiauto neben ihm fährt, gell? Nö. Mit Blaulicht und allem. Perfekt, Kurve. Ich auch. Mal mehr, mal weniger. Ich habe irgendwie seit gestern Abend so ein Ohrwurm von diesem Big Room Blitz. Ja. Obwohl das übelst das Scheißlied ist. Ja. Komm, das schaffst du. Ich glaube nicht. Ja, ja. Aber wir haben es geschafft. Wie immer. Ja, wie immer. Hätte auch einfach voll reinfahren können, dass er stehen bleibt. Ja, nee. Dann ja, doch. Ja, bleibt er nicht stehen. Natürlich bleibt er stehen. So. Den haben wir jetzt schon mal. Na, mit dem kann man mit dem Aufträge machen. Fahren wir es mal mit Ben. Ja, fahr mal den Ben spazieren. In seinem Benz. Den Ben im Benz. Mhm. Ich leg mal die Beine hoch, gell? Ja. Ich muss ja nichts machen. Außer reden. Dafür brauche ich keine Beine. Nö. Wetten, du fährst wieder in die falsche Richtung? Stimmt. Hier Zentrale. Cobra 11, bitte melden. Hier Cobra 11. Wir haben die Lauscher auf Empfang. Seid ihr noch in der Stadt? Heute war diese Kundgebung wegen des Kraftwerks. Der Chef von dem Laden braucht Begleitschutz. Dieser superreiche Vollschnösel? Genau der. Fahrt zum Pressezentrum und begleitet ihn zurück zum Bahnhof. Hat er kein Kindermädchen? Also nur zur Information, wir sind die Autobahnpolizei. Einfache Antwort. Der Auftrag kommt von ganz oben. Und jetzt muss ich rein. Ja, natürlich. 60.000, gell? Ganz. Hab ich gerade natürlich gesagt. Keine Ahnung. Hörst du mir nicht zu? Oh, ein bisschen. Weißt du? 25.000 Euro. Ja. Das sind Edelschilder, die kosten 25.000. So muss das aus. Mhm. Sau. Ist das bei dir? Ja. Ja. Diese ganzen Pressetypen, wie sollen wir denn da unseren Job machen? Einfach durchdringeln. Wenn du einem über den Fuß fährst, dann weißt du sofort, dass er falsch gestanden hat. Ich sehe niemanden, der abgeholt werden muss. Fährst du hin? Da hinten? Warum? Weil ich vorhin schon nach da hinten fahren wollte. Ja, aber warum fährst du so rum? Wenn ich schon so rumfahren wollte. Zentrale, wo genau ist denn jetzt der Treffpunkt mit dem Kraftwerkchef? Er sollte vor dem Gebäude warten. Aber einen Moment. Wir bekommen gerade eine Meldung rein.